Servus Leute, ich dachte, ich mache mal wieder ein neues Infovideo. Ist ja schon eine Ewigkeit her, seitdem das letzte Video erschienen ist. Und zwar ist folgendes. Wir haben jetzt den 1. Mai und im Ende des Monats wird die Abstimmung Rome gegen Shogun beendet sein. Das ist ja 31. Mai. Und momentan steht es so, dass ihr Shogun 2 20% cooler findet, gerade als Rome 2. Also ungefähr 3 Stimmen zu 2 für Shogun. Ja, und die Abstimmung geht noch bis zum 31. Mai. Also, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, in der Videobeschreibung findet ihr die Abstimmung. Ja, und was ich mir noch... ich habe hier so einen Notizzettel, weil ich so nett aus dem Stegreif und so. Ich bin so... Scheiße aus dem Stegreif, ne? Deswegen habe ich mir jetzt einen Zettel aufgeschrieben und deswegen muss ich da unten unten blicken, ne? Also nicht verwundert sein, ne? Okay, ja. Was habe ich mir denn noch notiert? Ach ja. Ich möchte euch noch einen Tipp geben zu diesem geheimen Let's Play, was ich ja vorher angekündigt habe. Moment, muss kurz husten. Sorry, bin ein bisschen erkältet. Ne? Ist ja, der Frühling ist ja wieder da, ne? Und ja, da habe ich mir noch eine Erkältung geholt vom Winter, die schon seit März da ist. Ja, habe ich mir übrigens nicht notiert, ne, das, was ich gerade gesagt habe. Also, ja gut, also wir kommen zurück und zwar, ja, geheimes Let's Play, genau. Ich will euch einen Tipp geben zu dem geheimen Let's Play. Und zwar habe ich bereits ein Video zu diesem Spiel hochgeladen. Und es beginnt mit einem E. Also E wie Eis am Stiel. Oder wie etwas Eis am Stiel mäßiges, ne? Oder wie Eatos, Wächter Eatos, ne? Ja, ohne jetzt angeben zu wollen. Ist übrigens in Ultra Rare. ja. Und ja, ich glaube, das war's auch schon eigentlich, ne? Und ja, wir haben ja nur noch 2 Monate, das sind 60 Tage. Ja, in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Countdown, den könnt ihr euch anschauen, um zu wissen, wann es wieder losgeht. Am 1. Juli wird es sein. Und ja, ja, das war's auch schon. Mehr wollte ich ja eigentlich euch noch gar nicht sagen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen rumalbern, ne? Ja, vorhin. Im letzten Video habe ich ja schon ein bisschen mit Süßigkeit rumgealbert. Und jetzt mache ich dieses Mal mit einem Ball herum. Ja, einen Ball. Und zwar schmeiße ich den jetzt auf den Boden. Das war sehr sinnvoll. Na gut, bevor ich hier noch weiter Scheiße mache, würde ich sagen, wir sehen uns am 1. Juli wieder, wenn ich aus meinem tiefen Grab erwache.